Gut. Erster Akku gar, schauen wir dann noch gemeinsam auf die Uhr. So, wenn wir das Videoende eigentlich am nächsten Tag machen, ich habe leider einen Akkuausfall gehabt, dass ich euch dann nur sage, wie es mir jetzt damit ergangen ist, jetzt nächster Tag. Ja, so bin ich wirklich begeistert, Leistung sehr gut. Dann das Ganze in Verbindung mit der Kupplung, finde ich genial. Also das hat mit so klassischen Akkumotor, sag nicht mehr viel zu tun, ist wirklich sehr cool, geht sehr gut. Und dafür so Läuterung und Dickungspflegearbeiten perfekt passen. Man müsste halt, wenn man sowas wirklich tut, das Ganze kombinieren. Meiner Meinung nach, ich habe ja einen kleineren Akku und einen großen, den 300er mitgekriegt. Den kleinen möchte ich jetzt in meinem Fall nicht. Wenn dann, wenn man da zwei oder vielleicht drei von dem Akku hat. Und das Ganze noch kombiniert mit einem Spannungswandler von 12 Volt auf 230 Volt und das Ladegerät ist im Auto drinnen. Ich denke, jetzt könnt ihr mir da folgen. Wenn man da zwei oder am besten drei so Akku hat und in der Zeit, wo die leer werden und man kann im Auto nachladen oder im Traktor über einen Zigarettenanzünder, hat das durchaus seine Berechtigung und würde gut funktionieren. Kann ich mir auf alle Fälle vorstellen, sowas. Gut, dann darf ich mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Dort weiterhin fleißig meinen YouTube-Kanal abonnieren und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und pfiat euch.